So, hallo meine Lieben. Willkommen zum Stream und zur ersten Live-Episode von Yu-Gi-Oh! Arc V. Leider haben wir gerade sehr wenig Zuschauer da, oder fast gar keine. Aber wir gehen mal in die Live-Szene rein. Und dann werden wir auch gleich mal anfangen mit der Live-Episode. Ich muss nur kurz eine Kleinigkeit machen, bevor es alles richtig startet. So. Ja, warte mal kurz. Jetzt habe ich gerade die Fernbedienung weggelegt. So. Aber es funktioniert alles. Ihr seht auch den Live-Counter und über den Counter ist dann halt auch der Chat. Also dann wollen wir mal anfangen. Und zwar gehen wir in den Story-Mode. Halt, warte mal, das wollte ich jetzt nicht. So, jetzt. Und wir gehen wieder in Duel Monsters rein und zwar wieder zu Joey. Und wir wollen jetzt das dritte Herz von ihm machen. Vorher wollen wir aber noch ein paar Booster kaufen und muss mal kurz gucken, ich will jetzt hier nicht zu viel DP ausgeben, und zwar, wir hatten letztens, was haben wir letztens geholt, genau, Generation Force hatten wir uns geholt und Photon Shockwave, das werden wir erstmal kurz zu 100% fertig machen. Und zwar kaufen wir da erstmal noch drei Displays. Das Geld dafür haben wir ja. Ja, drei ist Maximum. Okay. So. Dann gucken wir mal, was wir schönes Neues gezogen haben. Wir haben Xyz Gift. Ivosaurier. Oh, wir haben sogar den Wind-Up Hunter, der hier verboten ist. Okay. Gut, mehr haben wir jetzt gar nicht Neues bekommen. Haben wir aber auch schon zu 100%, sehr schön. Dann würde ich sagen, können wir uns Order of Chaos und Galactic Overlord auch noch leisten. Vielleicht sogar auf 100%, müssen wir mal gucken. Dann haben wir unsere Sammlung auf jeden Fall gleich mal erweitert und gucken wir mal, wie weit wir denn schon sind in der Sammlung. Habe ich nämlich auch lang nicht nachgeguckt. Halt, würde ich jetzt nicht gucken. Und zwar... Doch, wir kaufen es ja gerade neu. Ja, wir haben den Ninja drin, den Archfeind und was haben wir hier noch drin? Ja, noch ein bisschen Ninja-Support, okay. Hat ja letztens erst ein bisschen Support bekommen. Photonthrasher ist auch cool. Insektor ist auch cool, nie gespielt, aber cooles Deck. Haben wir hier sonst noch irgendwas Schönes drin? Gaga Girl ist auch drin, okay. Der Wind-Up Carrier, okay. Vielleicht können wir bald mal Wind-Up spielen. Vielleicht bauen wir das heute noch im Stream, ich weiß es nicht. Ach, hier war Würfeltaifun drin. Okay. Der war ja mal eine Zeit lang relevant im Meta. Oder besser gesagt, beliebt. Ich glaube, als er reprintet wurde. So. 95%. Okay, gucken wir mal, was da noch draußen, was da noch rauskommt. So. Okay. Einiges. Haben wir da schon 100%? Haben wir. Okay, dann können wir uns Galactic Overlord auch noch leisten. Und danach werden wir dann das dritte Herz weitermachen. Also das Event von Joey dann. So. Was haben wir hier alle drin? Ach, hier sind ein paar Heratik-Karten drin, okay. Und auch ein paar andere gute Karten. Der Schmetterling war gar nicht mal so schlecht in letzter Zeit. Ich weiß gar nicht, wo der relevant war. In irgendeinem Metadeck war der in letzter Zeit relevant. Ich glaube, Goki oder irgendwie sowas. Weil der sich spezial beschworen konnte, war gut für Link-Plays. Kartkardi war hier drin. Oh mein Gott, das waren noch Zeiten. Der Gaia-Typ war auch hier drin, okay. Hm.
Übrigens, lustige Geschichte, jetzt wo ich gerade hier den, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Wo ich hier gerade den, wo ist er denn hier? Ich habe noch gerade gesehen. Ich habe hier gerade den Dings gesehen, den, Sternzeichengürtel, genau, das war das, genau. Und der sorgt ja dafür, dass die Lichteffekte nicht annulliert werden können. Damals, wo ich noch einen Kumpel gespielt hatte, haben wir uns 6 Stück von dem Ding bestellt, weil wir damals Lichtschutzlichtet gespielt hatten. Und hatten wir gedacht, als Side-Deck-Option gegen lichteinstrahlender Spiegel den reinzuborden. Ich glaube, habe ich nicht einmal gebordet damals. Aber lustige Idee. Ach, hier war der Sundrang Overlord drin. Okay, der war ja mal in irgendeiner Tin drin. Ich glaube, war das. Ich glaube, CT8 war das, glaube ich. Bin ich mir aber gerade nicht sicher. Gut. Fast 100%. Okay, das Set raubt uns hier ein bisschen Kohle. So. Hieratic Seal of Banishment. Okay. Die einzigste neue Karte. Aber 100%. Sehr schön. So. Ihr kennt ja die Decks, mit denen wir hier spielen. In dem. Ja, mit Joey gerade. Da will ich jetzt auch ehrlich gesagt nichts ändern. Ich habe da jetzt auch gerade keine Zeit gehabt, die Woche da ein bisschen was abzuändern. Jetzt sind wir dann schon vor der Sammlung. 36% haben wir schon. Ja gut, geht ja. Geht ja. Wir gucken uns die Decks aber trotzdem vorher nochmal kurz an. Nur für den Fall, dass die, die hier gerade im Livestream zuschauen, das Ganze hier nicht kennen. Möchte ich mal kurz rübergehen. Und zwar spielen wir hier ein Zombie Vault Deck mit dem alten Zombie Vault Sachen, sag ich mal. Und halt, das wollte ich jetzt nicht. Und Joey spielt genau das gleiche. Nur mit ein paar Rotaugenkarten und ein paar anderen Sachen, was er halt gerne noch spielen möchte. Und zwar, ja, er hat noch King of Swamp und seine Red Ace zweimal drin und seinen Time Wizard. Ansonsten hat er genau das gleiche eigentlich drin. Und hat natürlich den hier noch als Speedstick, den wir auch wiederbeleben können. Aber ich würde sagen, lang genug rumgeschwafelt. Wir wollen jetzt auch mal das Event machen. Natürlich dürft ihr hier auch gerne in der Folge mit mir interagieren oder Sachen in den Chat reinschreiben. Das macht die Folge, die dann später auf YouTube hochkommt, nur noch spannender. Und ich würde sagen, die geht maximal eine halbe Stunde bis Stunde. Und wir sind hier in der Duellarena. Ich glaube, wo das Luftschiff, glaube ich, ankommt. Bin ich ja mal gespannt, wie wir hier jetzt Gegner kriegen. Also eigentlich hatte Joey hier. Odin hatte hier jetzt Gegner, glaube ich, gehabt. Mal gucken, ob wir hier auch den gleichen Gegner haben. Und dann müsste bei Herz 4 Marek der letzte Gegner sein. Könnte durchaus sein. So, leider ist das Ganze ja japanisch und nur auf Englisch gepatcht. Von daher kann ich die Texte hier nicht vorlesen. Aber gut, ist ja auch die originale DM-Story. Und ja, wir haben hier Odin als Gegner, der hier mit Rishid übersetzt wird. Ja, wieder mal Draw. Okay, Odin darf entscheiden, wer anfängt. Ich bin mal gespannt, wen er als Partner hat. Oder ein Einzelduell wird es hier, glaube ich, nicht sein. Okay, er hat Hara a Still World. Okay, ich glaube, gegen die habe ich noch gar nicht gespielt. Die Hand ist gar nicht mal schlecht zum First gehen. Auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall ganz ordentlich aus. 5-Karten-Set. Natürlich. Ja, das ist klassisches Dings. Odin. Schön fallen wir zu spielen. So, Joey kann erstmal kleine Fusion machen. Und zwar zum Meteor Burst Dragon. Ne, halt zum Skull. Ja, zum Beast Skull Dragon. Stimmt.
Genau, zu dem. Ja, Coverkarte hier von Odin, vor allem auch aus Duel Links. Also spielt er wirklich Pfeilmonster. Mal gucken, was er noch alles hinten liegen hat. Und Zombie Master, wir haben aber noch keine Zombies im Grave. Was ist das? Das ist Imperial Custom. Das müsste kaiserlicher Brauch sein. Das kann ein bisschen nervig sein. Das kann ein bisschen nervig werden. Schädelsoma, okay. Sündenbock. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal den kaiserlichen Brauch zerstören, um da jetzt überhaupt seine Pfeilmonster zerstören zu können. Ist natürlich ziemlich nervig. So, was haben wir als Schönes? Wir haben die Iron Wall. Okay, eine schöne Combo später mit Dings, wie heißt der? Soll ich mal Breitner Zombie? Genau, den Namen habe ich gerade gesucht. Weil Mizuki habe ich hier noch gar nicht, leider. Habe ich noch nicht rausgezogen aus irgendeinem Pack. Ich kann den Zombie-Meister halt auch leider nicht nutzen. Das ist halt auch blöd. Aber wir können uns schon mal eine Zombie-World holen. Dann haben wir wenigstens schon mal nur Zombies auf dem Feld. Eine 10er-Synchro habe ich hier nicht drin. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich angreifen will, eigentlich. Eine 5er-Synchro kann ich auch nicht machen. Nee, kann ich nicht, nee. Ich würde sagen, ich greife nicht an. Ich will mir die mal kurz durchlesen. Cannot be destroyed. Okay. Ja, ich glaube, die können dann auch nicht durch Kampf zerstört werden. Ich werde mal einen Angriff wagen, aber ich glaube nicht, dass die durch Kampf zerstört werden können jetzt. Nee. Okay. Das heißt, das Duell könnte sich doch ein bisschen hinziehen. Natürlich. Okay. Das wird nervig. Der macht ein bisschen Burn-Schaden. Gut. Ja, eigentlich will ich Scapegoat aktivieren. Nee, wir haben denn keinen Platz mehr frei auf dem Feld. Das bringt denn gar nichts. So, mal gucken, was Joey machen kann. Okay, er greift erstmal an. Sind wenigstens 1,7 Schaden. Okay, mehr macht er nicht. Okay. Rotäugiger Zombie-Drache. Das ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Ich könnte. Ja, das Problem ist, ich kann ja nicht mehr machen. Ich mache eher Zombie-Master und aktiviere seinen Effekt. Dann können wir nämlich den in den Grave schicken und können. Ich könnte jetzt. Nee, ich will den hier haben. Und dann können wir eine Xyz bauen, nämlich die Laval Chain. Und können schon mal was in den Grave reinlegen. Oder eben was aufs Deck drauflegen. Wobei ich. Ich habe keinen MST oder sowas im Deck, das weiß ich. Ich muss eine Trish bauen. Um dass wir da was tun können. Aber wir können uns ja wenigstens schon mal den nächsten Zombie-Drachen in den Grave einlegen. Weil wenn der nämlich Monster zerstört, dann kann ich Monster wiederbeleben. Und zwar jedes Monster. Weil wir haben Zombie-Welt auf dem Feld.
Wir haben aber Heavy Storm, haben wir ja. Gut. Den Seifenfeiten, dann könnte ich mir auch hinlegen. Der würde mir aber nichts bringen. Effekt Wailer bringt auch nichts im Grave. Nee. Nee, da legen wir uns ein Dings rein. Ein Zombie-Drachen. Ich spiele auch Call of the Haunted und Joey müsste, glaube ich, auch. Spielt er ein bisschen was zum Wiederbeleben? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube ja. Doch, Book of Life spielt er. Doch, doch. Können wir es auch wiederholen? Wo ist jetzt ein Zombie-Drache? Da ist ein Zombie-Drache. So. Die Iron Wall will ich noch nicht setten. Gehen wir mal in die Battle Phase. Dann greife ich mal das verdeckte Monster an. Sonneneruptionsdrache, okay. Gut, dann beende ich mal meinen Zug. Gut, die haben wir jetzt verloren, okay. Scapegoat will ich aber nicht aktivieren, das hebe ich mir ja noch auf. Guck mal, was Joey so machen kann. Ja, eigentlich sollte das Ganze schon gestern Abend kommen. Eigentlich zu einer Zeit, wo mehrere Leute zugucken können. Hat dann doch nicht geklappt. Ich habe dann einen schönen Abend mit einem Kumpel gehabt. Wir waren kurz Pizza essen und waren dann auch noch bei ihm zu Hause Spaß haben, sag ich mal. Der hat mit Nerf-Pistolen rumgeballert. Hat irrsinnig viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und ja, da ging dann halt ziemlich viel Zeit flöten. Aber toll, auf jeden Fall. Sie hat einen Destiny Draw. Naja, gut, sie kann keine Zauberfallenkarte ausspielen. Mal gucken, was wir nachziehen. Card Destruction. Ja, doch. Lass mal alles abschmeißen. Dann sehe ich, was er spielt. Und sie könnte vielleicht sogar schnell Deckout gehen, falls das Ganze dann sich doch noch mehr hinzieht. Zwei Eruptionsdrachen, Mirror Force, die Wave Motion. Oh, die ist gut. Ja, okay, sie spielt ein Burn Deck. Okay, gut. Da ist es gut, dass er die Karten jetzt alle weg hat. Was können wir im Grave aktivieren? Genau, wir können den Jet Synchron aktivieren. Darauf warte ich aber noch zwei Runden, weil ich habe jetzt einen Zombie Meister. Ich brauche eine Karte zum Wiederbeleben für den zweiten Zombie Master. Und ich brauche dann noch eine Karte zum Abwerfen für den Jet Synchron. Ja, dauert also noch so ein bisschen, bis ich einen Tisch bauen kann. Aber vielleicht sieht Joey ja vorher sein MST oder sein Dings. Oder sein Heavy Storm. Oder er baut einen Tisch. Müssen wir mal gucken. Okay, er belebt nur wieder und legt nur in den Grave. Und sie killt das Ding wieder. Und der wird jetzt verbannt. Ach, schade. Ja gut, wir haben, Joey hatte noch einen, von daher. Hätte ich aber jetzt mit Iron Wall verhindern können. Wobei, ja, die habe ich in den Grave reingelegt. Wir müssten schon mehr als Dings haben. Ja, haben wir. Okay. Das Problem ist jetzt bloß. Ich habe jetzt den Empfänger nicht mehr. Das heißt, abwarten erstmal. Ist halt auch eine fiese Kombo mit Fallenkarten und mit Fallenmonstern und mit kaiserlicher Brauch. Was macht die jetzt? Ich glaube, die will ich sogar loswerden. Target one spell trap. Ah, okay. Eine Zauberfallenkarte, die er uns zerstört. Okay, was wählt er? Zombie-Welt. Ja gut, hätte schlimmer kommen können. Auf jeden Fall. Oh, er tributet drei Monster. Ach nö, oder? Ra. Und auf den kann ich nicht Warning machen. Das geht nicht, leider. Und die teilen alle Lebenspunkte. Okay. Tempel der Könige. Ach die Scheiße. Nee, dafür braucht er das mystische Biest braucht er dafür, um den Effekt zu machen. Den Spezialbeschwörter. Das können wir aber durchgehen lassen. Wir haben noch Sündenbock zum Notfall. Und wir haben noch 7500 Life Points. Also,
Töten sollten die uns noch nicht. 3, 4, okay. Könnte stärker sein. Ich würde allerdings sagen, ich aktiviere schon mal den Sündenbock. Erstens zum Schutz und zweitens muss man halt gucken, ob was Joey jetzt hat. Weil entweder hat er jetzt ein paar Zombie-Monster, die er jetzt rufen will, oder er hat vielleicht jetzt sogar einen Empfänger. Dann könnte er jetzt gleich einen 6er Synchro raushauen. Aber schauen wir mal. Book of Life. Das ist cool. Guter Play. Okay, das verbannst du ihm. Und den holt er raus. Das bringt aber nichts gegen Ra. Also willst du erstmal verteidigen. Okay. Gut, wir müssen ja nur 100 Punkte Schaden im Kampf machen. Dann war's das ja auch. Heimlicher Vogel. Ah, der ist übel. Der ist übel. Warum machst du auf den Warning? Ah! Egal. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Aber gut, der flippt sich andauernd und macht 1000 Schaden. Aber gut. Dann verlieren wir jetzt schon mal zwei Monster. Ich denke mal, den Dings greifen sie auch an. Ja. So, mal gucken, weil ich nachziehe. Ein Judgment. Habe ich einen Empfänger im Grave? Ich glaube nicht. Nee, ich habe höchstens Zombie-Drachen. Was hat er im Grave? Ach stimmt, wir haben keine Zombie-Volt mehr. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber wir können trotzdem ein bisschen Schaden verursachen. Der hat ja nur 1000. Dann legen wir den schon mal in den Grave. Und beleben den anderen wieder. Was anderes geht ja gerade nicht. Ich will ihn in. Ja, doch, ein ATK. Doch, doch. The Judgment können wir verdeckt legen. So. Dann greifen wir den an. Sehr schön. Haben wir das Duell gewonnen? In 20 Zügen. Ja, die haben so ein bisschen gestallt mit ihren, ja, mit ihrem kaiserlichen Brauch und Fallenmonstern. Aber von dem Burn-Deck von der anderen Tussi haben wir ja kaum was gesehen. Umso besser. So, jetzt quatschen die noch mit Marek, so wie auch im, so auch wie in der Serie. Gut, und ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz einkaufen. Und zwar will ich noch nach den Structure Decks mal kurz gucken, was wir da schon alles geholt haben. Okay, das hier fehlt uns noch, das hier fehlt uns auch. Blue Ace fehlt uns auch noch. Okay, wir haben einiges noch nicht geholt. Ja, und wenn ihr wollt, dürft ihr jetzt schon mal Vorschläge bringen, welches Structure Deck oder welches Starter Deck wir uns jetzt als nächstes kaufen sollen. Das werde ich dann in der nächsten Folge benutzen. Das könnt ihr jetzt gerne in den Chat reinschreiben. Da wir sind jetzt auch so langsam, aber sicher am Ende der Folge angelangt. Fragen könnt ihr natürlich gerne noch in den Chat reinstellen. Wenn ich Zeit habe, werde ich um 18 Uhr oder 19 Uhr nochmal Livestream, aber dann eben normales Yu-Gi-Oh! Pro, Dawn of the New Era zum Beispiel, werde ich aber auch auf YouTube nachher noch ankündigen. Ich möchte jetzt auch nur die Folge mal kurz fertig haben. Und ich freue mich ja auch, dass hier ein paar Leute zuschauen, auch wenn ihr im Chat nicht so aktiv seid. Dann würde ich sagen, dann kaufen wir uns noch das Blue Ash Structure Deck für die nächste Folge. Gucken uns noch an, was da drin ist. Ich habe das jetzt, glaube ich, viermal gekauft, oder? Kann durchaus sein. So.
Aber reicht trotzdem. Wir haben hier drei Blue-Eyes, Ravidragon, Alexandrite, den Flammwellgurt, die Maiden, den Rider of the Storms. Sonst noch irgendwas Interessantes drin? Merge Dragon, okay. Divine Dragon. Hardened, nee, Hardened Armored Dragon, okay. Der ist auch nicht schlecht. Der Whitestone, Kyberman. Aufrichtig, okay. Maxi. Ja, kriegt man hier geschenkt. Level Eater. Azure Eyes, sowie Dragon Shrine, der hier auf 1 ist, okay. Silver's Cry. Drachenschlucht, die ja auch auf 1 ist, okay. Terraforming. Das andere kennen wir eigentlich schon alles, das meiste. Ja, und dann würde ich sagen, dann geht's mit dem Deck in der nächsten Folge weiter, die dann am Dienstag kommt. Werden wir am Dienstag als Live-Folge aufnehmen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende. Wie gesagt, falls nachher nochmal ein Stream kommt, werde ich es natürlich ankündigen. Aber ich bin jetzt raus. Haut rein. Ciao.